Im ersten Teil dieser Projektserie, den ich euch rechts oben verlinke, habe ich euch erklärt, warum ich überhaupt die Heizung im Tierhaus umbauen muss. Bisher habe ich dort eine Off-Grid-PV-Anlage laufen lassen und der Strom, der tagsüber gesammelt worden ist, sollte in der Nacht das Tierhaus über einen Heizlüfter versorgen. Leider ist es aber so, dass die Sonne nicht annähernd so viel Energie liefert, beziehungsweise meine PV-Module nicht annähernd diese Energie aufnehmen können, um das Tierhaus auch bei minus 10, minus 15 Grad zu versorgen. Die Alternative war eine Diesel-Standheizung und mit diesem Modell von Weber bin ich durchaus glücklich geworden. Den Test dazu, das Auspacken und die ersten Schritte, die ich hier gemacht habe, das findet ihr in dem ersten Video. Heute gehe ich einen Schritt weiter und möchte diese Heizung im Tierhaus einbauen. Ich werde die Heizung jedoch nicht direkt in das Tierhaus einbauen, sondern außerhalb platzieren und möchte die warme Luft, die hier vorne rauskommt, außen herum in das Tierhaus einführen. Auf der anderen Seite soll ein Schlauch die Luft aus dem Tierhaus herausnehmen, von hinten in diese Heizung hineinführen, so dass nicht jedes Mal die kalte Außenluft neu beheizt werden muss, sondern das Ganze über einen Kreislauf zirkulieren kann, um Energie zu sparen. Diese Dieselheizung, diese China-Heizung, wie sie im Volksmund auch genannt wird, läuft nicht nur mit Diesel, sondern letztendlich auch mit Heizöl, was de facto ja das gleiche ist. Durch den Festeinbau kann ich hier direkt Heizöl verwenden und spare nochmal einiges. Und die Tiere, die Vögel, die Hasen und auch die Meerschweine haben es angenehm warm. Grundsätzlich kann die Dieselheizung, diese Weber-Heizung auch direkt im Freien verbaut werden. Denn standardmäßig hat das Ganze eine Hülle inklusive Tragegriff und kann bequem von A nach B getragen werden. Idealerweise vielleicht das Ganze regenfest geschützt, denn auf der Rückseite sind die Anschlüsse für die 12 Volt Stromversorgung, die sollten nicht unbedingt nass werden. Ich werde das Ganze jedoch nicht frei am Haus positionieren, sondern in diese Kiste einbauen, damit das Ganze dauerhaft geschützt ist, auch vor Langfingern und Ähnlichem. Damit das Ganze in dieser Kiste funktionieren kann, brauche ich natürlich Öffnungen, aus denen die Warmluft in das Haus geleitet wird. Ich brauche Öffnungen, wo die Luft aus dem Haus zurückgeleitet wird. Die Öffnung für die Abgase, für die Frischluft brauche ich natürlich auch, Stromversorgung und Ähnliches. Ich habe mir einiges an Materialien hier schon zurechtgelegt, vom Trafo für die 12-Volt-Versorgung bis hin zu den Durchgängen für diese Kiste und natürlich dem Zubehör, was zur Standheizung dabei gewesen ist. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich das Ganze einbaue. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt mir jetzt schon mal den Daumen nach oben, einfach um meinen Kanal zu unterstützen. Idealerweise klickt ihr auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch nicht den dritten Teil dieser Projektserie. Und wenn ihr mögt, schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung. All das, was ich hier verbaue, von der Heizung bis zur Kiste und den Materialien, verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Wenn ihr mögt, kauft das Ganze nach. Ich bekomme eine kleine Provision. Mein Kanal profitiert davon, kann weiter wachsen und neue Videos für euch machen. Doch genug der Werbung gemacht. Ich werde das Ganze jetzt hier einfach mal beiseite räumen und euch die Kiste vorstellen, die einzelnen Materialien und danach geht's ans Zusammenbauen. Natürlich beginne ich bei der Vorstellung als allererstes mit der Kiste. Die Kiste hat separate Verschlüsse, damit man sie verschließen kann. Hier könnte auch ein Schloss angebracht werden. Die entsprechenden Öffnungen sind vorhanden. Das Ganze hat einen Tragegriff an der Frontseite und einen Griff jeweils links und rechts, der gefedert ist. Der Deckel an sich, das Optik, gefällt mir recht gut. Was ich allerdings schon gemerkt habe, es gibt natürlich schnell Kratzer auf diesem Blech. Im Innenbereich ist ein umlaufender Gummi angebracht, der das Ganze vor Feuchtigkeit und dergleichen schützen soll. Und im Innenbereich ist genügend Platz. Die Kiste hat eine Größe von ungefähr 78 x 52 x knapp 33 cm in der Höhe dann, die man nutzen kann. Die Heizung passt demnach problemlos in diese Kiste hinein. Natürlich könnte die Kiste auch ein wenig kleiner sein. Die Heizung selber nimmt nur einen Bruchteil ein und auch wenn ich die anderen Materialien hier drinnen verbaue, ist immer noch genügend Fläche vorhanden. Aber ich möchte perspektivisch diesen kleinen Tank ersetzen oder ergänzen durch einen großen Tank, durch einen Benzinkanister, den ich hier an der Seite mit einbauen kann, damit ich nicht immer auf diese 5 Liter Lösung angewiesen bin, sondern das Ganze auch mal länger als nur eine Woche laufen kann. Diese Standheizung von Weber
kommt direkt in einem vormontierten Gestell. Ich kann das Ganze durch die Schrauben, die ich hier habe, direkt mit dem Untergrund verbauen. Ich muss mir jetzt keine Lösung ausdenken, wie ich das Ganze entsprechend nach oben bekomme. Dennoch werde ich mir was einfallen lassen müssen, denn wie ihr seht, ist der Platz für den Abgasschlauch relativ knapp und dieser Abgasschlauch sollte grundsätzlich immer nach unten weggehen, damit das Kondensat, das sich bildet, ablaufen kann. Ich möchte jedoch nicht den Abgasschlauch nach unten weggehen lassen durch den Boden der Kiste, denn später möchte ich die ja transportieren, vielleicht auch noch woanders aufbauen. Das Ganze soll zur Seite passieren. Dafür habe ich mir schon etwas überlegt, und zwar aus dem Schiffsbau einen solchen Durchgang, der wasserfest ist. Auf der einen Seite kann ich direkt den Abgasschlauch anschließen, hier, und dieser Bereich ist dann auf der Außenseite. Von hier aus kann ich den Schlauch, das Abgasrohr entsprechend verlängern und nach unten weglegen. Für die Verbrennungsluft habe ich mir ein ähnliches Bauteil besorgt. Die Maße sind die gleichen wie die am Abgas, allerdings ist der Anschluss auf der Innenseite hier gerade und nicht abgewinkelt. Den Schlauch für die Frischluft, für die Verbrennungsluft, kann ich hier direkt rüberziehen und mit einer Schelle befestigen. Das reicht völlig aus. Am Abgasschlauch werde ich ebenfalls eine Schelle anbringen und zusätzlich das Ganze noch mit Auspuffmontagepaste dicht machen. Diese Paste härtet bei hohen Temperaturen komplett aus und sorgt dafür, dass der Abgasschlauch auf beiden Seiten absolut dicht ist und keine Giftstoffe hier in der Kiste sich ansammeln. Nachdem Abgas und Verbrennungsluft geklärt sind, geht es um die Luft, um die warme Luft, die auf der einen Seite, auf der linken Seite durch die Wand der Kiste in das Vogelhaus eingebracht werden soll, und auf der anderen Seite für die Zirkulation soll das Ganze aus dem Vogelhaus ja wieder herauskommen und auf dieser Seite in die Kiste eingeführt werden. Dafür bieten sich solche Fletschschläuche an. Das ist ein Modell 75 mm. Der war direkt im Paket von Devor mit dabei, gehört zu dieser Standheizung mit dazu, kann direkt aufgebracht werden auf das Ende der Heizung. Das passt 1:1. Einfach draufstecken und idealerweise mit einer Schelle noch mit befestigen. Das reicht. Das Ganze kann ich durchstecken, umbiegen und im Haus wieder einführen. Allerdings muss ich sagen, sieht das Ganze nicht sonderlich schick aus, wenn ich da einfach nur ein Loch reinmache und das Ganze durchstecke. Und zum anderen, wenn das Ganze nicht dicht ist, habe ich irgendwann das Problem, dass neben Insekten auch Schmutz und Dreck in die Kiste hineingelangt und mitunter hier die Lüfter, die Luftansaugung irgendwann einmal verschmutzt. Aus diesem Grund soll der Durchgang natürlich dicht sein und dafür setze ich einen solchen Flansch ein. Das ist ein Durchgang, der normalerweise ja im Teichbau und ähnliches verwendet wird. Bei diesem Modell ist es so, dass ich ein Loch in die Kiste einbohre, dann wird dieser Flansch durchgesteckt bzw. von innen gegengehalten und mit Schrauben entsprechend fixiert, und auf der Innenseite kann ich dann entsprechend den Schlauch anschließen. Der Schlauch passt allerdings nicht direkt auf diesen Anschluss. Das hat beides einen 75er Durchmesser, das kann so gar nicht passen. Aus dem Grund kommt zusätzlich ein entsprechender Verbinder zum Einsatz. Der passt auf der einen Seite natürlich innen problemlos, kann mit dem Schlauch verbunden werden, der wiederum hier am Ende am Luftauslass verbunden ist. Und das Tolle, wenn diese Hälfte dann außen verfügbar ist, kann ich einen zweiten Verbinder von außen direkt hier einstecken mit dem zweiten Schlauch, und das Ganze ist nicht nur richtig dicht, ihr merkt, es ist fest verbunden miteinander, sondern es sieht auch einfach schöner aus. Ein weiterer Vorteil dieser Lösung, wie ich finde, ist, ich kann die Schläuche, die von außen an diesen Flansch eingesteckt werden, notfalls einfach abziehen und kann mit der Gesamtkiste woanders hinlaufen. Das bietet sich zum Beispiel im Sommer an, wenn ich die Heizung nicht brauche und einfach woanders lagen möchte. Schläuche abziehen, Kiste zusammenpacken, unterbringen. Abgas ist geklärt, Verbrennungsluft ist geklärt, die Zirkulation, die Erwärmung der Luft für das Tierhaus ist ebenfalls geklärt. Der Diesel ist eingefüllt. Eigentlich können wir das Ganze loslaufen. Eigentlich tut es nicht, denn eine wichtige Komponente fehlt, die Stromversorgung.
Die Weber-Standheizung benötigt, wie faktisch alle Standheizungen, eine 12-Volt-Stromversorgung, die direkt hinten angeklemmt wird. Der einfachste Weg, insbesondere wenn ihr diese Kiste mobil halten wollt, ist natürlich hier einfach eine Autobatterie hineinzustellen. Die Autobatterie 12 Volt Spannung direkt hinten Plus und Minus an die Standheizung anzuschließen und dann kann das Ganze schon loslaufen. Ich könnte diese Lösung nutzen, möchte das aber nicht, denn ich habe ja bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Tierhauses gebaut. Das Ganze ist eine Inselanlage, läuft also komplett für sich alleine autark. Die vier Module liefern 24 Volt Gleichstrom, die über den Laderegler auf drei Batterien a 120 Amperestunden aufgeteilt werden. Die Batterien selber laufen mit 12 Volt. Allerdings über den Wechselrichter wird das Ganze auf 220 Volt hoch transformiert, läuft zurück ins Tierhaus, denn dort hängen natürlich neben dem Heizlüfter auch die Vorbelampen, die normalen Lampen und die Steckdosen, die man eben auch mit dran. Das bedeutet, ich muss irgendwie diesen 220 Volt Wechselstrom wieder so umwandeln, dass ich ihn nutzen kann mit meiner Standheizung und zwar so, dass das Ganze dennoch flexibel bleibt. Eine Lösung, die ich mir dazu überlegt habe, ist in der Kiste einen entsprechenden Transformator einzubauen. Das Modell, was ich jetzt hier habe, ist speziell für den Außenbereich ausgelegt. Wir haben hier eine IP67-Kennung, das heißt, dieses Modell ist wasserdicht. Ich könnte das direkt außen anbringen, ich könnte es im Vogelhaus anbringen und die Leitung entsprechend ziehen. Allerdings möchte ich das Ganze ja in der Box behalten. Ich werde also diesen Trafo in der Kiste montieren, werde die Ausgänge, die jeweils 150 Watt leisten, zusammen anschließen und dann hier an der Standheizung Plus und Minus anbringen und den Anschluss für die 220 Volt, den übernehme ich dann von meiner Off-Grid-Anlage. Spannend ist jetzt natürlich, wie bekomme ich die Kabel durch die Wände hindurch. Auch hier könnte ich einfach ein Loch bohren und entsprechend ein Stromkabel durchziehen. Wäre das gleiche Problem, wie ich eben schon angedeutet hatte, bei dem Luftschlauch. Sieht nicht sonderlich hübsch aus und natürlich hat es auch den Nachteil, dass das Kabel scheuert und irgendwann vielleicht zur Verspannung auf diesen Metallkisten kommt. Deswegen habe ich mir überlegt, das Ganze über einen solchen Stecker zu lösen. Dieser Stecker hat eine Dreipunktverbindung, kommt ebenfalls aus dem Schiffsbau, zumindest habe ich es dort gefunden, wird aus dem Inneren der Kiste einfach verschraubt und das Kabel auf der Außenseite hat einen weiteren Stecker, ebenfalls drei Punkt, kann direkt miteinander verbunden eingesteckt werden. So. Kann verschraubt werden, dass das Ganze auch wirklich stabil läuft. Diese Variante hier ist ausgelegt für 220 Volt. Auch die Ampereleistung, die hier benötigt wird, ist damit sichergestellt. Wenn ihr sowas nachbaut, denkt dran, notfalls einen Elektriker fragen, Strom macht klein und hässlich, Sicherheitsgedanken. Zwei Sachen habe ich noch. Zum einen ein relativ kleines und dünnes Leerrohr und auf der anderen Seite nochmal ein Kabel mit 2x075 Quadratmeter. Was habe ich damit vor? Die Fernbedienung ist fest am Gehäuse dieser Weber-Standheizung verbaut. Ich habe schon mal geschaut, die ist verklebt, das werde ich entsprechend lösen müssen. In dieser Fernbedienung, in diesem LCD-Panel, ist ein Thermometer verbaut und das Ganze kann auch über die Temperatur gesteuert werden. Jetzt bringt es mir natürlich nichts, wenn ich hier in dieser Kiste meine Wunschtemperatur habe, im Vogelhaus aber eine völlig andere Temperatur herrscht. Aus diesem Grund werde ich diese Fernbedienung demontieren, werde entsprechend die drei Adern dieses Verbindungskabels verlängern, ebenfalls einen Durchbruch durch die Wand machen. Hierfür nutze ich das gleiche System wie auch schon für die Stromversorgung und kann dann von hier aus mit dem Kabel in das Innere des Vogelhauses gehen und dort die Fernbedienung positionieren, damit ich weiß, wie warm ist es im Haus, damit die Heizung entsprechend gesteuert werden kann. Ihr seht also, die ganzen Bauteile, die ich hier zusammengesammelt habe, sollten das Ganze so abdecken, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, ich habe genug gelabert. Vielleicht jetzt nochmal den Daumen nach oben, falls ihr es noch nicht getan habt. Und das Abo nicht vergessen, einfach mal unten rechts klicken, auf den Kanal abonnieren. Und wenn ihr mögt, wie gesagt, alle Bauteile unten in der Beschreibung. Jetzt geht's ans Zusammenbauen.
Die Dieselstandheizung habe ich eingebaut. Ihr seht, ich habe das Gehäuse am Boden befestigt. Ich habe den Schlauch angebracht am Flansch, der die warme Luft nach außen bringt. Auf der Rückseite ist der Eingang, der die Luft aus dem Vogelhaus wieder hineinziehen soll. Der Anschluss hier war etwas tricky, weil die Größe nicht genau die gleiche ist wie auf der anderen Seite. Aus dem Grund habe ich mir einen Dichtring gebaut, der auf beiden Seiten das Ganze festhält. Die Frischluft kommt hier herein und das Abgas, das seht ihr hier, wird hier herausgeleitet. Das Ganze ist nicht ohne Folgen geblieben, wie ihr an der roten Farbe hier erkennen könnt. Da müsst ihr unbedingt aufpassen. Diese Schellen, die zum Schutzband dabei gewesen sind, zum Feuerschutzband, die sind sehr, sehr scharfkantig. Da habe ich mir kurzerhand mal fast den Finger abgeschnitten. Die Elektrik habe ich bereits vorbereitet. Den Trafo habe ich hier an die Wand geschraubt, einfach mit zwei Schrauben von außen das Ganze befestigt. Die beiden Abgänge für die 12-Volt-Versorgung habe ich in dieser Verteilerbox angeklemmt an meine beiden Kabel, die ja hier direkt angeschlossen werden können. Und den Zulauf, die Zuleitung, habe ich im Moment nur provisorisch hier angeschlossen, denn das Verbindungsstück, welches ich ja hier einbauen möchte, diese beiden Teile, die werde ich einbauen, wenn die Kiste dann an der Wand vom Vogelhaus angebracht worden ist, wenn ich weiß, wie lang das Kabel insgesamt werden muss. Denn hier kann ich nicht mehr schrauben oder klemmen, denn das Ganze muss gelötet werden. Da habe ich nicht mehr ganz so viel Spiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt einfach mal einen Test. Schnappe mir mein Kabel. Ab in die Steckdose. Was ich bereits merke, ist, dass der Trafo ganz leichtes Flimmergeräusch abgibt. Stört mich jetzt nicht weiter, hätte ich bei dem Preis allerdings nicht erwartet. Und wie man jetzt hier sehen kann, ist die Stromversorgung gegeben. Ich schalte das Gerät ein. Erhöhe das Ganze mal gleich auf das Maximum. Jetzt denke ich, kann man den Abgase, den Qualm auch sehen. Das Gerät läuft an, wird immer lauter. Und der Luftsog ist sowohl für die zu erwärmende Luft als auch für die Verbrennungsluft deutlich zu spüren. Ursprünglich wollte ich diese Verbindung überhaupt nicht schließen. Allerdings habe ich gemerkt, da ich zwischendurch eine Woche Pause gemacht habe, dass durch das Entlüftungsloch hier am Tank doch der Dieselgeruch deutlich wahrnehmbar ist. Wenn ich diesen Schlauch jetzt nicht von innen direkt in den Dieselstandheizung verbunden hätte, dann wäre der Dieselgeruch, der sich ja in der Kiste befindet, hinten herum mit angesaugt worden und wäre dann mit in das Tierhaus weitergebracht worden. Das wäre natürlich nicht so schön gewesen. Aus dem Grund habe ich mich dann entschlossen, ein komplett autarkes System, in sich selbst geschlossenes System hier zu bauen. Am Auspuff ist bereits etwas Kondensatwasser zu sehen. Und die Luft, die wird schon langsam warm. Den Einbau meiner Heizkiste mit der Wevor Standheizung, den seht ihr nicht in diesem Video. Denn das kommt im dritten Teil, im letzten Teil meiner Videoprojektserie zum Bau einer Standheizung, einer Dieselheizung für das Tierhaus. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, drückt rechts unten auf den Abo-Knopf und das neue Video wird euch dann direkt in der Übersicht bei YouTube angezeigt. Wenn euch mein Video gefällt, wenn euch mein Projekt gefällt, dann seid so fair und gebt mir einfach den Daumen nach oben. Das würde mich riesig freuen. Und wenn euch das Ganze gefällt und ich euch hier Lust auf mehr gemacht habe, mehr für eure Heizung, dann schaut mal unter das Video, denn dort findet ihr alle Bauteile, die ich hier verwendet habe, von der Kiste bis zur Standheizung, zum direkten Einkauf. Wenn ihr aber meine Links einkauft, unterstützt ihr meinen Kanal und bekommt das Ganze für den gleichen Preis wie auch ich. Ich hoffe, wir sehen uns dann zum dritten Teil. Freue ich mich riesig drauf. An dieser Stelle mache ich für heute Schluss. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.